Leute, zu später Abendstunde melde ich mich mit sehr, sehr genialen X-Defiant News zurück. Da ich Spätschicht habe, kann ich leider erst jetzt darüber berichten. Die Informationen sind jetzt ungefähr 2-3 Stunden alt, aber positive Informationen. X-Defiant wird am Freitag schon spielbar sein. Mark Rubin hat sich zu Wort gemeldet. Es gibt einen kleinen Mini-Trailer für den Stresstest, der angekündigt wurde. Aber es gibt positive Neuigkeiten. Angekündigt vor wenigen Tagen oder Wochen waren es, glaube ich, waren eigentlich 12 Stunden für alle Next-Gen-Konsolen und auch PC. PS4 ist da jetzt nicht dabei, aber für PC, PS4 und Xbox One soll das Spiel wohl trotzdem rauskommen, wie ich mal gehört habe. Aber der Stresstest startet am Freitag um 19 Uhr und geht satte 48 Stunden. Ich wechsle einfach mal auf die Bildschirmaufnahme und lasse das einfach mal hier durchlaufen. Das ist der offizielle Post, 2 Stunden alt, jetzt wo ich euch das um 22.20 Uhr den 16. April mitteile. Mark Rubin meldet sich zu Wort und so weiter und so fort. Wir sollen die Server zum Schmelzen bringen, schreibt er. Alle sollen mitmachen. 19. bis 21. April, Ortszeit Deutschland, 19 Uhr geht's los. PC, Xbox, Series S und X, PS5. Der Preload soll auch schon am Start sein. Also Leute, ich kann allen nur anraten, wer Bock hat, das Spiel mal natürlich völlig kostenlos zu spielen. Es wird ein Free-to-Play-Game, wurde als großer COD-Killer angekündigt. Viele warten auf einen Ersatz für, keine Ahnung, ob es Fortnite auch noch so beliebt ist. Ich kümmere mich um das Spiel jetzt so gut wie gar nicht. Oder gerade meine Apex-Community, es ist halt ein reiner 6 vs. 6, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ich weiß nicht zu 100% oder bin ich ganz konform, was da noch alles geplant ist. Es ist einiges geplant. Ich habe über vieles schon berichtet. Aber es ist nicht alles bestätigt, deswegen wird es definitiv kein Battle Royale Killer sein. Es soll keine Battle Royale Komponente haben. Ob es ein COD Killer wird, wir wissen alle in den letzten Jahren, für alle, die COD verfolgt haben, wie ich. Ja, besser wird es jetzt in Sachen COD so nicht wirklich. Und MW3 hat auch nicht das versprochen oder das gehalten, was es versprochen hat. Leider Gottes muss ich sagen, MW3 war mein absoluter Lieblingsteil, um mal noch ein bisschen die ganzen Informationen auszuschmücken. Deswegen hoffe ich, dass wir hier mal ein vernünftiges Boots on the Ground 6 vs. 6 bekommen. Sicherlich auch mit größeren Maps und größeren Anzahl von Spielern und so weiter und so fort. Aber es ist kostenlos. Wir schmeißen schon mal nicht sinnlos Activision und Co. 70 Euro in den Hals, um 2 Wochen später feststellen. Warum hast du das jetzt das dritte Mal hintereinander gemacht? Ich bin nämlich so ein Volltrottel, der, glaube ich, 4 oder 5 Mal in den letzten 6-7 Jahren einfach sinnlos 60, 70 Euro rausballert, um festzustellen, die Beta hat wieder so gehypt und dachte, jetzt ist der Moment, wo es wirklich reinknallt. Und es war einfach mal wieder nichts wie mit MW3. Sehr, sehr schade. Deswegen Free-to-Play, X-Defined. Ich bin gespannt. Am 19. wie gesagt geht's los. Ich versuche am Samstag mal zu streamen. Wenn alles soweit passt, kann ich noch nicht 100% versprechen. Bleibe da auf jeden Fall dran und bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wie gesagt, betone ich auch hier nochmal. Freut euch weiterhin auf X-Defiant Content, Apex Legends Content. Abonnieren, Daumen da lassen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ich bin raus für heute. Gute Nacht und noch eine schöne Restwoche rein. Ciao.